So, wir haben mal wieder einen kleinen weiteren Geheimort für euch am Start. Und zwar ist dieser Ort jetzt mal ein wenig unbedeutender. Aber er ist immerhin ein geheimer Ort. Und zwar müsst ihr, wie ihr jetzt hier schon seht, da oben kann man nämlich rein. Und alles, was ihr dafür brauchen, da reinzukommen, ist einfach nur ein hohes Fahrzeug. Dann könnt ihr zum Beispiel diesen Truck hier nehmen. Der steht dort hinten am Ammunition. Da neben dem Ammunition. Dann könnt ihr einfach auf die Motorhaube klettern. Und hier hinten auf die Ladefläche und aufs Dach. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, armer Hugo ist mal wieder. Armer Hugo ist mal wieder am Start. Hallo. Hi. So, und hier drinnen kann man dann sich zum Beispiel vercampen oder sowas. Je nachdem, vielleicht wird man gejagt, muss sich irgendwo verstecken und dann hat man hier halt so einen kleinen geheimen Ort. Und dann könnt ihr einmal hier durch die Fenster klettern, hier die Leiter hoch und dort oben ist dann ein noch geilerer Raum. Hier mit so Kisten und so weiter. Ich finde diesen Ort hier schon ziemlich geil. Hat jetzt zwar nicht so mit einem besonderen, so diesen Flair sozusagen, sag ich mal. Aber es ist immerhin ein geheimer Ort und deswegen wollte ich euch den nicht vorenthalten und euch zeigen. Und kann man hier eigentlich rein? Ne, kann man nicht. Ne, hier vorne ist noch so ein Raum, da kann man aber nicht rein. Alles klar, das war jetzt wirklich ein mega kurzes Video. Aber das war auch wirklich jetzt schon alles zu diesem, zu diesem Ort hier. Ich habe aber noch nicht gezeigt, wo wir überhaupt sind. Und zwar sind wir hier hinten in San Andreas. Hätte ich fast vergessen zu zeigen. Aber ich denke mal, hier die Stadt kennt man. Und wie gesagt, falls ihr mal gejagt werdet von einem Level 1000er, weißt du, kann man sich ja drin verstecken. Und ich sage ciao, armer Hugo. Du hast wieder das Schlusswort. Abonniert kräftig und liked. Du mal mit deinem abonniert kräftig und liked. Du musst dir echt mal was anderes einfallen lassen. Okay. Nee. Auf jeden Fall, dann sage ich jetzt wirklich ciao, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Schauen. Sorry, dass es ein bisschen kurz war, aber ist ja nicht schlimm. Also, ciao.